weiter mit meiner S-Klasse. Da steht sie und eigentlich steht sie perfekt da, aber es hat noch so ein klitzekleines Etwas, hat für mich persönlich gefehlt, damit er für mich perfekt ist. Ja? Und das war das Lenkrad. Wir haben es leider schon ausgebaut, ist auch schon weg. Da war dieses normale alte, das alte Lenkrad drin. Zwei Speichen finde ich nicht ganz so schön, ehrlich gesagt. Wir können mal einblenden von einem anderen Video, wie es aussah. Und ich wollte unbedingt ein geiles Mopflenkrad haben. Und da bin ich nämlich auf deinlenkrad.de gestoßen. Easy zu merken, ne, übrigens. Und habe mit den Jungs gequatscht und die konnten mir alle meine Wünsche erfüllen in Bezug auf das Lenkrad, wie ich es haben wollte. Ganz wichtig auch, folgt mir auf Franz Simon Drift, dann natürlich Simon Motorsport. Und wenn ihr Porsche mögt oder kaufen und verkaufen möchtet, dann folgt mir auch auf SMN Motors. Und natürlich folgt den Jungs von deinlenkrad.de, denn die machen richtig geiles Zeug. Und ich zeige es euch mal eben. Boah, ich weiß, das Lenkrad aber zeige. Zeige ich euch mal, wie es ohne Lenkrad aussieht. Und zwar so. Ne? Zack. So sieht es ohne Lenkrad aus. Und jetzt zeige ich euch das Objekt der Begierde. Seid ihr ready? Seid ihr ready? Oder seid ihr nicht ready? Machen wir mal so. Zack. Eins, zwei. Jawohl. Da ist es. Mopflenkrad. Und es ist jetzt kein, also nicht einfach nur ein Mopflenkrad, was ich einbaue, sondern das wird verfeinert, veredelt, verschönert. Und zwar alles Nappa-Leder, silberne Nähte, ne, weil ich im Auto auch die silberne Nähte habe, Carbon hier oben, Carbon hier unten und eine 12-Uhr-Markierung. Ja, auch aus Leder übrigens, nicht irgendwie was aufgemalt ist oder so. Und das sieht einfach nur geil aus. Einfach nur extrem geil. Ich werde es gleich mal rausholen und dann bauen wir es mal ein und zeige ich euch mal, wie das Ganze im Auto aussieht. Und ganz wichtig beim Lenkrad ist eine Sache. Da habe ich mich mit dem Thema natürlich schon länger beschäftigt und es gibt natürlich die ganzen, ich habe mal Lenkräder, die man alle so online kaufen kann, da muss man auch so eine extra noch so eine Box dazu kaufen, die muss man irgendwie da reinfummeln, dass das Ganze funktioniert. Denn bei dem Lenkrad funktioniert das Touch und alles einwandfrei. Das werden wir jetzt gleich testen. Ja? Da muss man keine separate Box oder irgendwas noch kaufen, die man irgendwo reinfummeln muss, irgendwie anschließen muss, sondern man nimmt das Lenkrad, also man baut das alte aus, nimmt das neue Lenkrad, baut es ein, löscht einmal Fehler, weil Lenkrad war ja ab, ne? Muss man einmal Fehler löschen und dann war es das auch. Und alles funktioniert. Und soweit ich das weiß, ist deinlenkrad.de der einzige Hersteller oder Lieferant, der das so handhabt. Korrigiert mich, wenn ich verkehrt liege, aber soweit ich das weiß, ist das so. Ich habe auf jeden Fall nur deinlenkrad.de gefunden, die das so liefern, Plug and Play, einmal fertig. So, und jetzt gibt es noch einen kleinen Lenkradporn, so, also ein bisschen Lenkradporn und dann wird der Tonner einbauen. Ja, und dann gucken wir mal, wie es im Auto aussieht und ob es auch so funktioniert, wie versprochen. Also, dranbleiben. Freunde, jetzt habe ich leider ein bisschen, nicht verpennt, aber ich hatte so viel zu tun heute, dass ich das Video jetzt erst zu Ende drehen kann. Schon Feierabend hier, die Jungs sind alle zu Hause, nach Hause. Und das hat wirklich, das muss 5 Minuten genau das Lenkrad einzubauen. Ist auch eingebaut natürlich und brauchen wir uns wieder Full House hier am Start. Ne? Da ein neues Projekt, davon gibt es dann zukünftig was. Und ich zeige es euch mal. Ja? Wichtig beim Lenkrad, wie gesagt, wirklich Plug and Play. Plug and Play, das war extrem easy. Jetzt gucken wir mal, ob alles auch so funktioniert, wie es zu funktionieren hat. Und jeder dreht die Kamera mal um und dann schauen wir mal. So, da steht sie, die S-Klasse. Und jetzt kommt ein Augenschmaus, Leute. Bäm! Ist das nicht geil? Boah, ich mach mal so. Sieht man ein bisschen, fett. Ist auch schon ein bisschen dunkel hier. Dann machen wir doch lieber so. Ja, ein mega, mega geiles Lenkrad. Boah! Ey, das wertet diesen Innenraum so heftig auf, dass es nicht normal, wie geil das aussieht. Ja, jetzt machen wir mal eben kurz hier mal Zündung an. Genau, so. Ja, jetzt gucken wir mal. Bäm!
funktioniert alles, ne? Auch hier, guck mal. Zack, Touch, guck, funktioniert. AMG, bam, bombastisch, funktioniert alles. Kann man hier mal drauf gehen, so, seht ihr? Also so komplett alles, wie es zu funktionieren hat. Sound auch natürlich, ne, ist ganz wichtig. Jetzt bin ich kurz im falschen Menü hier drin. Wir wollen nämlich auf AMG, ich fahre immer auf AMG. So, wunderbar, richtig geil. Was ich auch testen muss, ist, ob das Tempomat jetzt hier funktioniert oder halt quasi da unten. Weil da ist nämlich von Vormops quasi Tempomat. Und hier ist ja eigentlich im Mopf das Tempomat. Muss ich mal probieren, welches davon funktioniert. Das ist nämlich mal eine gute Frage. Ansonsten bombastisch, Qualität geil. Die Pedals übrigens auch in Carbon. Ne? Hier nochmal Carbon. Also es sieht unglaublich geil aus. Anders kann man das nicht sagen. Also oh, guck nochmal hier, wenn du reinguckst, ne? Guckt euch das mal an, wie geil das aussieht. Mega. Und ich würde vorschlagen, dass ihr natürlich, also ich würde nochmal vorschlagen, folgt mir auf Instagram, Franz Simon Drift, denn dort läuft parallel gerade ein Gewinnspiel, ja, wo ihr bei deinlenkrad.de eine Lenkradveredelung im Wert von bis zu 1000 Euro gewinnen könnt. Ganz wichtig. Ja, und ja, das war's von mir. Ich wollte es euch nur kurz zeigen. Ansonsten würde ich sagen, subscriben, liken, teilen und bis zum nächsten Mal.